Hallo zusammen, wie weit kann der S&P 500 noch laufen? Was ist das Potenzial des Marktes bis Ende des Jahres? Das schauen wir uns heute im Video an. Bevor wir das machen, lesen Sie bitte den Disclaimer, den finden Sie unten in der Videobeschreibung. Alles, was ich Ihnen erzähle, dient nur zu Informationszwecken und ist keine Aufforderung, irgendwelche Wertpapiere zu handeln. So, das erste Bild, was ich hier zeigen möchte, ist einfach ein Warren-Chart auf dem S&P 500 bzw. auf den ETF SPY. Und darunter sehen Sie den RSI, den relative Stärkeindex, wahrscheinlich einen der bekanntesten Indikatoren, wenn es darum geht, das Momentum einer Aktie oder eines ETF zu bewerten. Und wir sehen, dass wir auf Wochenbasis sehr, sehr nah an dem überkauften Bereich liegen. Wenn ich jetzt einen Tagesschart nehmen würde, dann wären wir auch schon im überkauften Bereich. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der Markt dann unmittelbar danach korrigieren muss. Wir können sehen, dass hier zum Beispiel seit Dezember 2020 und bis November 2021 der RSI sehr, sehr oft nah an diesem überkauften Bereich war oder sogar darüber, also über der roten Linie. Und trotzdem ging es mit dem Markt weiterhin aufwärts. Also man muss jetzt nicht denken, wenn ein Indikator im überkauften Bereich ist oder nah dran, dass es unbedingt eine Korrektur geben muss bei dem betrachteten Markt. Trotzdem ist es natürlich ein Warnsignal. Ja, es könnte natürlich sein, dass es in den kommenden Tagen und Wochen eine Korrektur gibt, aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Genauso wenig gibt es eine Garantie, dass der Markt weiterhin so geradlinig nach oben läuft. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass der Markt weiterhin so läuft und so stark läuft bis Ende des Jahres. Und von daher sollten wir uns noch ein paar anderen Elementen anschauen. Und das ist eigentlich die Idee hinter dem heutigen Video. In 5 Charts oder in 5 Bildern zu schauen, was ist eigentlich das Potenzial vom S&P 500 bis Ende des Jahres. Also das erste Bild, was ich zeigen möchte, ist eine Analyse von Carson Investment Research. Und zwar ist es so, dass der S&P 500 gerade ein neues 52-wöchiges Hoch gebildet hat, nachdem es ein Jahr gab ohne neue Hochs beim S&P 500. Und das ist eine Statistik, die in der Regel sehr positiv für den Markt ist. Es ist tatsächlich so, dass in der Regel 6 Monate später der S&P 500 historisch betrachtet im Schnitt 9,1% höher notiert als jetzt sozusagen. Ne? Und die Trefferquote bei dieser Analyse liegt bei 93,3%. Wenn ich sogar 12 Monate in die Zukunft schaue, dann ist es so, dass der S&P 500 dann eine durchschnittliche Entwicklung von plus 17,4% aufweist mit einer Trefferquote von 100%. Ja, also wenn ein neues Hoch gebildet wird beim S&P 500, nachdem es ein Jahr lang kein neues Hoch gab, dann ist es in der Regel sehr, sehr positiv für den weiteren Verlauf des Marktes. Das ist Statistik Nummer 1. Bild Nummer 2, das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich mit Börsen beschäftigen. Der Januar ist in der Regel wegweisend für den weiteren Verlauf des Jahres. Und auch 2023 war es so, dass der Januar sehr, sehr stark war. Und statistisch betrachtet ist es so, wenn man mit dem Markt einen Plus von mehr als 5% im Januar beobachtet, dann führt dies zu einem Gesamtjahresgewinn von durchschnittlich 22,9%. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Potenzial von rund plus 10% im S&P 500 bis Ende des Jahres. Aber Achtung, das ist nur Statistik. Ja, es kann auch sein, dass es in einem Jahr einen anderen Verlauf gibt. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass wir eventuell noch Korrekturen erleben, bevor es weiterhin aufwärts geht. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt davon ausgehen können, dass der Verlauf linear um plus 10% bis Ende des Jahres sein wird. Ja, also das auch nochmal mit Vorsicht zu genießen. Und es kann auch sein, dass 2023 entgegen der Statistik auch negativ verläuft, wenn zum Beispiel irgendwelche Ereignisse nochmal entstehen, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben und die eventuell die Märkte nach unten drücken könnten. So, das dritte Bild bezieht sich auf Großspekulanten. Das ist ein Bild, was ich auch schon in vorherigen Videos ab und zu gezeigt habe, auch in Bezug auf Rohstoffe zum Beispiel. Diese rote Linie ist die Positionierung von großen Spekulanten, typischerweise Investmentfonds, in Bezug auf den S&P 500. Und sehr oft ist es so, dass diese großen Spekulanten, diese Fonds, auf den falschen Fuß erwischt werden. Also je tiefer diese rote Linie, desto mehr sind diese großen Spekulanten short positioniert mit ihren Futures-Kontrakten. Und wenn diese rote Linie sehr hoch notiert, also hier über Null und auf Extremniveaus, dann sind diese großen Spekulanten eher auf der Long-Seite. Man kann zum Beispiel sehen, dass sie sehr, sehr stark auf der Long-Seite waren Anfang 2022,
dieser Punkt hier und danach folgt dann eine Korrektur am Aktienmarkt bzw. im S&P 500. Aber es gab auch andere Instanzen, wo sie relativ stark auf der Short-Seite positioniert waren, zum Beispiel hier 2019 oder hier im März 2020, März 2020 und auch gerade eben. Also sie sind in den letzten Wochen so stark auf der Short-Seite positioniert gewesen wie seit 5 Jahren nicht mehr. Und man sieht anhand des Knicks hier in dieser roten Linie, dass sie so langsam anfangen, ihre Short-Position abzubauen, beziehungsweise sich wieder langsam long zu positionieren. Ein bisschen spät, wenn man sieht, dass der Markt seit mehreren Wochen aufwärts tendiert. Ja, das ist ein Warren-Chart, habe ich vielleicht erwähnt. Und das ist für mich weiterhin ein Signal, dass der Markt weiterhin Potenzial hat. Ja? Wenn diese großen Fonds, diese Spekulanten anfangen, ihre Short-Position aufzulösen, das könnte ein Feuerwerk an den Märkten entfachen. Und das Potenzial nach oben könnte noch drastischer zu beobachten sein. Bild Nummer 4, der andere Cassandra-Indikator, habe ich das hier genannt. Das ist ein Indikator von den Kollegen von Sentiment-Trader, der sogenannten Risk-on-Risk-off-Indikator. Den finden Sie nicht kostenlos auf TradingView oder so. Das ist ein besonderer Indikator von Sentiment-Trader. Und grundsätzlich ist es so, man sieht hier eine gestrichelte Nulllinie und dann einen Verlauf von einer anderen Linie. Und diese Linie berücksichtigt ganz, ganz viele Analysen, also Sentiment-Indikatoren, Marktbreite-Indikatoren und so weiter und so fort, um die gesamte Marktlage zu sondieren und die Gesundheit des Marktes zu messen. Und wenn diese Linie, wenn dieser Verlauf positiv ist, dann ist es eher auch positiv für den Aktienmarkt. Und wir sehen hier, dass wir tatsächlich eine drastische Erhöhung dieser Linie haben, über der Nulllinie, nachdem es in 2022 eher im niedrigen Bereich notierte, auch passend zu der Marktlage. Wir haben jetzt eine deutliche Verbesserung dieses Indikators und das könnte auch bedeuten, dass wir weitere positive Kursentwicklungen in den kommenden Monaten sehen. Also der Medianwert bei Sentiment-Trader ist es so, dass sie keine durchschnittliche Werte nutzen, sondern eher Medianwerte, aber das ist jetzt nur ein Detail. Er liegt bei plus 14,3% nach 12 Monaten, wenn diese Linie dieses Niveau erreicht und da liegt die Trefferquote bei 86%. Also gemäß Sentiment-Trader ist es so, bei dem aktuellen Bild kann man mit einer Wahrscheinlichkeit von 86% rechnen, dass der Markt in 12 Monaten höher notieren wird als heute. Und die Medianentwicklung des Marktes, historisch betrachtet, liegt bei plus 14,3% nach 12 Monaten. Auch keine, schlechte Statistik, um eventuell sich positiv oder bullisch zu positionieren. So, und das letzte Bild, Bild Nummer 5, wenn ein Freitag so verläuft, was passiert dann? Also, am 2. Juni, das war auch entsprechend ein Freitag, hatten wir eine sehr, sehr starke Wertentwicklung im S&P 500. Annualisiert betrug diese Wertentwicklung 101,7%. Das ist wirklich enorm, ja, also das heißt, an dem Tag ist der S&P 500 so gestiegen, dass aufs Jahr gerechnet man von einer Wertentwicklung von mehr als 100% sprechen könnte. Und es gab nicht so viele Instanzen in den letzten 70 Jahren, wo der Freitag so stark war. Aber grundsätzlich ist es so, wenn die annualisierte Rendite an einem gewissen Freitag mehr als 55% beträgt, dann läuft das betroffene Jahr in der Regel sehr, sehr positiv mit einer durchschnittlichen Entwicklung von 24,8%. Und wir sind momentan, zumindest zum Zeitpunkt dieser Analyse, bei plus 12% im S&P 500 im Jahr 2023. Das heißt, eventuell, wenn der Durchschnitt eingehalten wird, statistisch betrachtet, hätten wir auch da ein Potenzial von rund 12% mehr bis Ende des Jahres. Und die Trefferquote in dem Fall bei dieser Statistik liegt auch bei 100%. Diese Analyse ist auch hier von Carson Investment Research und trägt auch nochmal dazu bei, dass man sich eher positiv positionieren könnte im Markt. Aber nochmal Vorsicht, ja, das bedeutet nicht, dass dieses Jahr genauso laufen wird wie historisch, genauso laufen wird, wie die Statistik es sagen. Und selbst wenn der Markt eventuell positiv bis Ende des Jahres verläuft, kann es natürlich sein, dass wir noch Korrekturen erleben. Ich habe auch in einem Video vor 2 Wochen die Saisonalität gezeigt. Die Saisonalität spricht eher gegen den Markt. Also Juni ist tendenziell schwach, aber auch Juli und August und September sind nicht unbedingt positive Monate saisonal betrachtet. Deswegen sollte man weiterhin vorsichtig sein und nicht unbedingt den Statistiken blind verfolgen. So, ich hoffe, diese Analyse war für Sie hilfreich. Hinterlassen Sie gerne ein Abo
Und wie immer schlägt YouTube ein paar neue Videos vor, die Sie sich anschauen sollten, wenn Sie weiterhin lernen möchten. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin weitertreten und viel Erfolg. Tschüss.